Oh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Wir haben uns beim letzten Mal zu der Pyramide hier begeben und da drumherum ordentlich, abgegrast. Und das ganz ohne Gras. Nee, aber jetzt wollen wir uns mal endlich in die Pyramide reinbegeben. Was lange währt, es wird endlich wahr oder so ähnlich. Wenn wir rausfinden, wie wir reinkommen. X. Okay, cool. Und was ist denn mit der anderen? Da kann ich nichts machen, okay. Ja, natürlich sind hier wieder Dinge auf dem Boden versteckt. Ganz klar. Sie wartet jetzt nur drauf, dass ich drauf trete. Aber ich sag euch, das mache ich gleich. Erstmal hier. So. Was haben wir hier Schönes drin? Okay, cool. Aha. Okay, keine Ahnung. Flop, flop. Und hier? Nun gut. Die eine da hinten haben wir, glaube ich, noch nicht. Und dann treten wir da mal drauf. Okay, wir hatten sie schon. Aber Moment mal. Ich sehe das als zu verdächtig an, als dass hier nichts wäre, wo man draufstrahlen kann. Gerade die Wand da rechts fand ich sehr verdächtig, die da hinten. Aber gut, dann müssen wir wohl hier, ne? Oh. Wie hat der hier überhaupt einen Empfang? Was ist hier los? Eines ist klar, das Spiel hier, das spielt auf jeden Fall nicht in Deutschland. Nein, das nicht. Sonst wäre da kein Empfang. Mann, oh Mann, oh Mann, oh nein, es ist doch kein Empfang. Okay, gut. Was will er denn? Yellow? Louis, kannst du mir... Ich konnte plötzlich nichts mehr empfangen. Gibt's Probleme? Du bist in einer Treibsamfalle geraten? Solche Sachen sind Klassiker und Pyramiden. Luigi, du musst einen Weg da rausfinden. Und Vorsicht vor weiteren Fallen. Mein Liebesspiel. Schön? Oder eher nicht schön? Dass auch du einen Widerspruch in dir selber hast.
Also er kann ja scheinbar dann doch recht gut mit Luigi telefonieren. Und er hat die Möglichkeit, über sein komisches Gerät Luigi jederzeit hier zum Labor zu porten. Du musst einen Weg da rausfinden. Ich habe meinen Weg rausgefunden. Hier, bitteschön. Ich habe meinen Weg rausgefunden. Der zählt natürlich nicht. Aber ich meine nur, ne? Also rein theoretisch. Also, ne? Ich meine ja nur. Ich meine ja nur, ne? Oje, wo bin ich denn jetzt wieder hineingeraten? Da denk mal, ja, okay. Ja, okay. Möchtest du mit mir reden oder einen Blick aufs Protokoll werfen? Protokoll? Entkomme aus der Pyramide, kämpfe gegen den Bossgeist. Ist okay. Tschüssi. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Na, aber ich meine ja nur, aber schön, dass jetzt auch die Toads hier sind. Nettes Detail. Sehr, sehr nettes Detail. Muss man ja schon mal so sagen. Oh. Cool. Oh, halalala. Ihr Schlangen, ihr Schlangen. Werdet mich nicht erlangen. Na? Solange da noch Schlangen sind, werde ich den Treibsand hier sicherlich nicht so, oder, ja, was heißt Treibsand? Den Sand hier sicherlich nicht so liegen lassen. Kann ich eigentlich. Ja. Ich kann. Sehr schön. Aber scheinbar sind hier keine Schlangen mehr. So, gib her. Na gut, ziehen. Was? Ja gut. Ah, Schlange! Au, fies Mann. Als ob sie es permanent Schlangen mit runterspült. Bitte nicht. Als ob ich hier jetzt einfach warten muss. Ich kann mir vorstellen, dass ich das hier rüberschieben muss. Das haben wir ja außen auch schon mal gemacht mit der Schiebung. Na, noch nicht genug. Komme ich jetzt hier durch, bitte? Jawohl. Schön, schön, schön. So gefällt mir das. So nicht. Mir doch egal. Ich bin Fluigi. Ich bin Flutschi. Alles ja egal. Bye-bye. Oh. Das ja ist nicht so cool. Ich würde mich doch jetzt safe angreifen. Ne? Also sind nicht so Skulltula-mäßig drauf.
Dann halt nicht. Ja, schön. Da oben ist eine Tür. Vielleicht führt ja von dort ein Weg nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Ja, ist okay. Ist okay. Wupp. Oh mein Gott, es ist ein Gipto. Oh je. Okay. Aber wo ist jetzt dieser dämliche Geist hin? Ja, hallo Geist. Hallo. Hallo Geist. Hab ich dich. So, jetzt komm her. Bam. Den haben wir schon mal. Ist sehr schön. Oh, eine Toilette. Hauptsache die Mumie noch rumlaufen lassen, ne? Kann man ja mal machen. Ich will doch nur spielen. Selbiges gilt für Luigi auch. So, jetzt hier. Komm her. Kommst du her? Hoho. Sehr schön. Ja, so muss das. Ich frage mich, ob sich das Ding in der Mitte irgendwann füllt. Oder ob das jetzt hier so geskriptet ist, dass es sich nicht füllen kann. Was Sinn machen würde, weil wir es ja eh wieder wegsaugen können. Wäre das rein... logisch zwar dämlich, aber gameplay-technisch die bessere Entscheidung. Weil weniger nervig. Und wenn man es schon so macht, dass der Staubsauger eh unendlich saugen kann, was ja der Fall ist, dann wäre das irgendwie dämlich, wenn man das volllaufen lassen würde. Aber gut. Oh. Na, hä? Ja, gut. Habe ich gesagt. Es ist interessant, habe ich gesagt. Kann ich hier... Nein? Als ob das Ding mir so folgt. Kann einfach voll viel kaputt rollen. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Kann hier sicher auch einen triggern, ja? Der ist hier entlang geht. Und jetzt triggere ich einen hier. Dachte ich. Aber scheinbar triggere ich keinen hier. Hä, wieso? Wieso funktioniert jetzt der hier nicht mehr? Hallo? So.
Jetzt gehe ich auf den hier. Funktioniert der nicht? Wieso kommt jetzt der? Ich verstehe es nicht. Immer random, welcher kommt oder wie? Und auf welcher Platte? Ich verstehe es wirklich nicht. Jetzt macht er den hier. Okay, cool. Ich hätte halt gedacht, dass ich die gegenpacken muss. Dass die gegen sich rollen. Aber scheinbar ja nicht. Oder bleiben die dann in einer anderen Form innen stehen? Gibt's hier irgendwo ein Rätsel, wo mir gezeigt wird, wie die stehen bleiben müssen oder wie? Ja, die bleiben in einer unterschiedlichen Form dann stehen, alles klar. Ja gut, dann würde ich aber sagen, was das auch erstmal für diesen Part. Wir werden noch rausfinden, was das hier mit auf sich hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion. Luigi's. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.